Liebe Geschwister, weil ich heute zwei Lektionen Isas, alayhi as-salam, thematisieren möchte, würde ich die gerne auch in einen gesellschaftlichen Kontext vorab stellen. Professor Dr. David Nierenberg, der mittelalterliche Geschichte lehrt an der Universität in Chicago, er sagt, nichts ist dümmer als die Behauptung, unsere Kultur sei christlich-jüdisch. Almut Shulamit Bruckstein Choruch, eine Jüdin, die in Berlin lebt und sehr viele Forschungsaufträge in Universitäten innehatte und innehat. Sie sagt, nein, es gab keine jüdisch-christliche Tradition. Sie ist eine Erfindung der europäischen Moderne und ein Lieblingskind der traumatisierten Deutschen. Professor Dr. Stefan Schreiner, Professor für Religionswissenschaft und Judaistik und Direktor des Institutum Judaicum an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen. Er sagt, jüdisch-christliche Tradition Europas, Fragezeichen, ein Blick in die Geschichtsbücher zeigt, dass das jüdisch-christliche Europa historisch gesehen eine Fiktion ist, eine Erfindung. Und springe gerne den Klassiker auf diese Kanzel. Die Siedlergeschichte Europas von Michael Borgolte, der in Berlin lehrt. Und er nennt dieses Band oder diesen Band Christen, Juden, Muselmanen, die Erben der Antike und der Aufstieg des Abendlandes 300 bis 1400 nach Isa, nach Christus, alayhi assalam. Das heißt, jeder, und das sagen auch, das sagt unter anderem auch Dr. Stefan Schreiner, was ich jetzt hier verkürzt wiedergebe, jeder, der von einem jüdisch-christlich oder von einem christlich-jüdischen Abendland spricht, der tut das, um Muslime auszugrenzen. Er hat weder die Geschichte auf seiner Seite, noch hat er die Gegenwart auf seiner Seite. Das heißt, seine islamfeindliche, seine muslimfeindliche Absicht wird dadurch deutlich. Dadurch, dass er eine Fiktion, eine Erfindung für Realität verkauft, liebe Geschwister. Isa alayhi salam im Vergleich zu anderen Gesandten hat relativ wenige Aussagen im Koran von sich festgehalten bekommen. Obwohl von höherem Rang als Yusuf alayhi salam hat er seine Aussagen, seine Geschichte nimmt weniger Raum im Koran ein als die Yusufs alayhi salam. Und auch die Sunna, liebe Geschwister, sie gibt vergleichsweise wenige gesicherte Worte Isa alayhi as-salam wieder. Was auch dadurch zu erklären ist, dass der Prophet ja erlaubte, Allahs Segen und Frieden sein mit ihm, dass man von den Kindern Israels, also von den Völkern der Schrift, berichtet. Er sagte, darin liegt keine Sünde. Und die Gelehrten, sie teilten die Überlieferungen der Juden und der Christen in drei Kategorien. Eine Kategorie, das was bestätigt ist durch den Koran und durch die authentische Sunna. Yusuf alayhi salam war definitiv ein Prophet. Bestätigt durch den Koran und durch die authentische Sunna. Das was zurückgewiesen wird, beispielsweise, dass Isa alayhi salam der Sohn Gottes sein soll und dass er für die Sünden der Menschen am Kreuz gestorben sein soll, das ist zurückgewiesen durch den Koran, durch die authentische Sunna. Und das, was weder bestätigt wurde, noch zurückgewiesen wurde, liebe Geschwister, davon dürfen wir berichten. Davon dürfen wir auch lernen. Ja? Nur wir gehen nicht mit derselben Sicherheit in Bezug auf die Authentizität in das Lesen, in das Studieren, wie wenn wir beispielsweise einen Hadith im Sahih Bukharis oder im Sahih Muslims, Imam Muslims, vorfinden. Aber wir lernen, wir lassen uns durch das, was nicht zurückgewiesen wurde, beziehungsweise durch das, was definitiv bestätigt wurde, wir lassen uns davon auch erziehen. Nun ein Wort Isa, alayhi as-salam, was definitiv stattgefunden hat, liebe Geschwister. Weil Imam Bukhari verifizierte dies in seinem Sahih, wie viele andere Großgelehrte des Hadith. Isa, alayhi as-salam,
Er sah, ra'a, wie eine Person Diebstahl begangen hat. Ra'a Isa ibn Maryama rajulan yasriq. Er sah es. Faqala la, asraqta? Und er fragte ihn, hast du gestohlen? Ja, und dieses im Sinne als Tadel zu verstehen. Er fragte ihn nicht im Sinne von, hast du wirklich gestohlen oder nicht? Sondern er war im Erziehungsprozess. Was? Du hast gestohlen? Ja. Und das wird auch noch deutlicher durch die Überlieferung Imam Muslims, wo Isa alaihi salam nicht fragt, grammatikalisch, sondern eine Aussage trifft, Sarakta, du hast gestohlen. Ausrufezeichen. Ja. Was sagte jetzt dieser Mann? Hören wir gut zu. Kalla wallahi alladhi la ilaha illa hu. Aber nein, ich schwöre bei Allah, außerdem es keine Gottheit gibt. Subhanallah. Schwerwiegende Worte, Subhanallah. Ein Schwur auf Allah Ta'ala. Außerdem es keine Gottheit gibt. Isa alayhi as-salam, was tat er? Er sagte, Amantu billah wa kadhabtu aini. Eine andere Überlieferung. Wa kadhabtu nafsi. Ich habe Iman an Allah. Ich bin überzeugt von Allah. Und ich weise mein Augenlicht oder ich weise das, was ich selbst wahrgenommen habe, als Lüge zurück. Als Täuschung zurück. Liebe Geschwister, er hat es gesehen. Es hat stattgefunden. Aber weil die Person bei Allah einen Schwur abgelegt hatte, was sagte Isa alaihi as-salam? Er sagte, ich habe Iman. Ich bin überzeugt von Allah Ta'ala. Und er war in einer Situation, die Ibn al-Qayyim damit beschreibt, entweder diesen Schwur zurückzuweisen von dieser Person, oder aber das, was er wahrgenommen hat, zurückzuweisen. Und aus Ehrfurcht Allah Ta'ala gegenüber wies er das zurück, was er wahrgenommen hat. Und als Sozialpädagoge, liebe Geschwister, ich fühlte mich an die paradoxe Intervention erinnert. Also erzieherische Methoden, Tricks, ja, Tricks wollen wir lieber lassen. Erzieherische Methoden, wie man das Problem von der Wurzel aus anpackt. Von der Wurzel aus an anpackt und wirklich auch löst. Darauf werde ich im weiteren Verlauf noch mehr eingehen. Zuerst, er handelte nach den Worten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, also gemäß dem, was Allah Ta'ala grundsätzlich allen Propheten vermittelte. Denn der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, in einem Sahih Hadith, Ibn Hajar stuft ihn mindestens als Hassan ein und es gab andere, die haben ihn noch höher eingestuft. Man halafa billahi falyasduq. Wer einen Eid ablegt, der soll wahrhaftig sprechen. Wa man hulifa lahu billahi falyarda. Und derjenige, für den ein Eid auf Allah abgelegt wird, der soll damit zufrieden sein. Isa alaihi as-salam, ihm wurde ein Eid abgelegt. Und so war er damit zufrieden. As-Sindi, er sagte dazu, dass aus Ehrfurcht Allah Ta'ala gegenüber, aus Liebe Allah Ta'ala gegenüber, nimmt man das dann an, was die Person durch einen Eid bekräftigt. Aus Liebe und Ehrfurcht Allah Ta'ala gegenüber. Und dadurch, liebe Geschwister, wird Tauhid vermittelt. Die allerwichtigste Aufgabe aller Gesandten und Propheten. Weil dadurch zeigt Isa alayhi as-salam, ich habe gesehen, du hast eine große Sünde begangen. Aber weil du jetzt einen Eid ableistest und diesen auf Allah abzuleisten,
ohne dass das, was du sagst, wahr ist, ist ja noch eine viel größere Sünde als das, wobei ich dich erwischt habe. Das heißt, ich muss mich getäuscht haben, weil du würdest diese Sünde sowieso nie begehen, egal was du gemacht hast. Du würdest niemals einen Eid auf Allah Ta'ala ablegen und dabei lügen. So groß und gewaltig ist diese Sünde. Und weil sie so groß und so gewaltig ist, ich muss mich getäuscht haben. Und dadurch wird dieser Person das vermittelt, was sie zuallererst braucht. Tauhid, Ehrfurcht aus Liebe Allah Ta'ala gegenüber. Dass sogar ein Prophet, ein Gesandter letztendlich sagt, ich habe mich getäuscht. Ich muss mich getäuscht haben. Ja? Ansonsten, wir kennen solche Situationen aus dem Alltag. Ja, du kannst dich doch hier nicht für dumm verkaufen. Wir fühlen uns in unserem Stolz berührt, wenn uns jemand für dumm verkaufen möchte. Aber hier, subhanallah, Isa alayhi salam, er vermittelt, nein, du könntest niemals könntest du Allah Ta'alas Namen so missbrauchen. Unmöglich. Und dadurch spürt die Person, subhanallah, ja, wie gewaltig doch Allah Ta'ala ist und findet zur Reue. Sie selbst aus Stolz konnte sie nicht zugeben. Diese Person konnte aus Stolz nicht zugeben, dass sie diese Sünde begangen hat, zu stehlen. Aber jetzt sieht sie einen Gesandten Allahs, wie er offensichtlich keinen Funken Hochmut im Herzen hat. Ansonsten hätte man das nicht akzeptieren können. Subhanallah. So gewaltig, liebe Geschwister, ist Allahs Name. So gewaltig ist es, einen Eid abzulegen. Und wir rennen hier rum, liebe Geschwister, und sagen, Wallahi, zu allem Möglichen. Zu allem Möglichen. Das sollte ein Wort sein, was man sehr bewusst, liebe Geschwister, ausspricht. Wie, ja, ich heirate dich. Oder wie das Wort Haram, was wir auch nicht einfach so aussprechen können. Außer es ist eine Sache von, ja, die feststeht aufgrund von Belegen, die erarbeitet worden ist von den Großgelehrten. Nicht einfach so Haram sagen, nicht einfach so, ich heirate, nicht einfach so, ja, irgendeinen Vertrag unterschreiben. So gewaltig, liebe Geschwister, ist Allah Ta'ala. Und wenn man den Menschen, liebe Geschwister, man könnte jetzt meinen, ja, subhanallah, subhanallah, und was ist mit der gestohlenen Ware? Und was ist mit dem Geschädigten? Was ist mit der Scharia in dem Sinne? Ja, liebe Geschwister, ohne Erziehung wird die Scharia nicht aufrechterhalten. Ohne Erziehung, ohne Taqwa, ohne Tauhid im Herzen, ohne Liebe zu Allah Ta'ala im Herzen wird die Scharia nicht aufrechterhalten. Und der Isa alayhi salam, er erzog diese Person zum Tauhid hin. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als sie ihm zugetragen wurde. Ja, die Person XY, sie stiehlt. Ja, wir sehen, sie betet und dann geht sie klauen. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, wenn es stimmt, was ihr sagt, ja, wenn es stimmt, was ihr sagt, er wird das klauen lassen. Auf das Gebet sich beziehend. Ja? Es geht nicht immer um Verfolgung einer Sünde, um Verfolgung einer Straftat. Es geht darum, dass man das Übel, die Ursache von Grund auf anpackt. Tauhid im Herzen zu haben, Liebe zu Allah Ta'ala im Herzen zu haben, verbunden mit ihm zu sein, durch Salah, durch Dhikr. Und das, liebe Geschwister, ist unsere allererste Aufgabe, den Menschen mitzugeben, wie gewaltig Allah Ta'ala doch ist. مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ. Und sie gaben Allah Ta'ala nicht seinen eigentlichen Wert oder sie schätzten ihn nicht nach seinem eigentlichen Wert ein. Wir möchten den Menschen ein Vorbild darin sein, dass sie Allah Ta'ala nach seinem eigentlichen Wert einschätzen. Und das sagte Isa alayhi salam, das sagte der Prophet Muhammad sallallahu alayhi salam zu dieser von mir erwähnten Begebenheit. Und wenn man das tut, liebe Geschwister, die Welt wird eine bessere. Weil man hat die Menschen mit Allah Ta'ala verbunden. Und sie werden nicht Gelegenheiten suchen, wie sie Grenzen überschreiten können.
wie sie Rechte anderer nehmen können. Und wenn die Gelegenheiten sich manchmal bieten, ja, sie werden ja nicht drauf eingehen. Sie werden sagen, ah, sie haben ihr Portemonnaie verloren. Instinktiv, ohne dass da großartig ein Gedanke dabei ausgelöst wird, ohne dass die Person sich im Nachhinein auch lobt. Der Alltag geht weiter. Normal. Wollen wir jetzt darüber reden? Wollen wir jetzt große Feiern und Pokale verleihen? Für etwas Selbstverständliches. Weil Tauhid im Herzen ist, liebe Geschwister. Ihr habt davon mitbekommen, 31 Milliarden Euro sind dem deutschen Steuerzahler, also uns, ja, uns Deutschen, gestohlen worden von Bankern. Gebt mal ein, Cum-Ex-Geschäfte. Ja, die haben Banker und Co., ja, und das ist bekannt seit den 90er Jahren. Seit den 90er Jahren ist das bekannt. Aber passiert nicht richtig etwas. Ja, stattdessen sehen wir, wie die Kontrolleure in den Bussen und Bahnen, ja, aufgestockt werden. Da holt man sich das Geld. Aber da, wo es eigentlich fehlt, da, wo es eigentlich gestohlen wird und immer noch gestohlen wird, es läuft immer noch weiter. Ja, anscheinend ist man da nicht so, ja, nicht so fokussiert. Ja, aber das ist eine andere Geschichte. Den Menschen Glauben zu schenken, sie ernst zu nehmen, sie nicht der Lüge zu bezichtigen, das Gute in ihnen zu sehen, auch das macht die Welt besser, liebe Geschwister. Ich darf Experten vortragen, Berndhold Husen, Dr. Sabrina Hubs, Dr. Christian Lüders und Dr. Diana Ziegleder, die so im Bereich Erziehung und Prävention, ja, ihre Expertise erworben haben. Sie sagen, über gesellschaftliche Zuschreibung und Selektion, Zuschreibung, also Vorwürfe, werden bestimmte Bevölkerungsgruppen in den Blick genommen und zum Beispiel als gesundheitsgefährdet, kriminell etc. etikettiert. Etikett draufgeklebt, ihr seid gesundheitsgefährdet oder ihr seid kriminell. Wir verstehen, ja, wir fühlen uns angesprochen, das passiert auch gerade, ja, mit uns als Minderheit. Muslimen im Allgemeinen und Speziellen, die sogenannten Nafris, was ein großes Schimpfwort natürlich ist, ja, es passiert. Jetzt passt auf, wie gefährlich das ist. Diese Stigmatisierung, diese Etikettierung, diese Unterstellung, diese Beleidigung, wozu kann sie führen? Und die entsprechende Reaktion darauf kann zu einer unerwünschten Rollenübernahme führen, dass wir uns auf einmal als Beleidigte, als falsch Etikettierte aus Charakterschwäche in diese Rolle hineinbegeben. Ja, dann bin ich halt Gangster. Ja, dann bin ich halt so. Ja, dann bin ich halt dieses und jenes. Das sagen hier Pädagogen in einem ganz allgemeinen Zusammenhang. Passt auf, wie ihr Bevölkerungsgruppen stigmatisiert und diskriminiert. Es könnte dazu führen, dass sie genauso werden, wie ihr sie beschreibt. Die Zielgruppe von Gewaltprävention wird zumindest mittelbar die Möglichkeit unterstellt, also man unterstellt möglicherweise, damit geht eine gewisse Beleidigung einher. Wir sollen uns beleidigt fühlen, wenn jemand sagt, wir bräuchten Prävention in unseren Moscheen. Was? Willst du damit unterstellen, willst du dann damit etwa sagen, dass das eine Möglichkeit für uns ist? Dass wir so und so, dass wir uns so oder so negativ verhalten würden? Diese Beleidigung kommt hier nicht in diese Wende. Diese Beleidigung kommt nicht in diese Wende, liebe Geschwister. Zumindest die Möglichkeit unterstellt, dass sie sich gewalttätig verhalten werden. Damit ist unvermeidlich das Risiko einer Stigmatisierung verknüpft, das wiederum ein Verhalten auslösen könnte, das genau vermieden werden sollte. Das genau vermieden werden sollte. Das passiert weltweit unter diskriminierten Bevölkerungsgruppen. Ja, man sagt, sie sind so, und bei einigen, die diese Charakterstärke nicht haben, die vielleicht keine Erziehungspersonen um sich herum haben, die vielleicht nicht religiös leben, ja, auf einmal sagen, okay, ja, dann bin ich eben so und dann werde ich eben auch so. Ja. Das heißt, dass Isa alayhi as-salam gesagt hat, amantu billahi wa kadhabtu nafsi. Das hat eine gesellschaftsschützende Funktion, liebe Geschwister. Er will der Person nicht vermitteln, sie sei ein Lügner.
Er will der Person nicht vermitteln, sie sei ein Dieb, auch wenn sie gestohlen hat. Warum? Was ist, wenn er sich in diese Rolle mehr und mehr hineinbegibt? Das ist der größere Schaden, als wenn man hier ein oder zwei Augen mal zudrückt, aber der Person zur Taube verholfen hat, zur Ehrfurcht zu Allah Ta'ala verholfen hat und die ein positives Bild über sich selbst vermittelt. Ja, ich denke positiv über dich. لِأَنْ تُحْسِنَ الظَّنَّ فَتُخْتِ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ تُسِيَ الظَّنَّ فَتَنْدُمْ. Dass du gut über jemanden denkst, aber darin einen Fehler begehst, ist letztendlich besser, als dass du schlecht über jemanden denkst und am Ende bereuen musst. Das ist auch eine, das ist kein Hadith, das ist eine Weisheit der Araber, die Jahrhunderte lang schon überliefert wurde. Was können wir also tun, liebe Geschwister? Allah Ta'ala sagt im Koran: Ya ayyuhalladhina amanu jtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithm. O Leute der Überzeugung, vermeidet das meiste von den Spekulationen. Denn gewiss manches Spekulieren ist eine Verfehlung, ist eine Sünde. Ja, das heißt, wir sollen erst gar nicht Detektiv spielen. Ja? Sagen, der und dies und denes. Nein, lass das meiste von den Spekulationen, denn einiges davon ist eine große Sünde. Und Omar sagte, وَلَا تَظُنَّنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ امْرِئٍ مُسْلِمٍ شَرًّا وَأَنْتَ تَجِدُ لَهُ فِي الْخَيْرِ مَحْمَلًا. Keiner von euch soll über ein Wort, was aus dem Munde eines Muslims herauskam, Schlechtes denken, solange er dafür im Guten eine Erklärung findet. Versucht den Kontext zu verstehen. Versucht seine Gefühlslage zu verstehen. Versucht mögliche Missverständnisse zu verstehen. Denkt daran, dass es gleich Dinge gibt, die ihr nicht wisst, die er aber wusste. Oder dass ihr vielleicht später mal verstehen werdet, was man jetzt nicht verstehen kann. Dass wir das Gute voneinander meinen. Weil wenn wir nicht das Gute voneinander meinen, liebe Geschwister, dann werden wir das Schlechte aus den Menschen herausholen. Aber wenn wir das Gute voneinander meinen und so auch unsere Kinder erziehen, subhanallah, sie werden zu Großem auch fähig sein. Ja, wir sagen ihnen, du wirst eines Tages ins Weltall fliegen. Ja, jemand sagte mir das, ja. Der erste Mensch auf dem Mond, der wird ein Türke sein. Ja? Ich sage das auch, um ein bisschen euch aufzuheitern jetzt. Ja, und hier. Ja, so sollten wir unsere Kinder erziehen. Ihr seid fähig. Du wirst Professor, du wirst Ingenieur und du wirst die beste Erzieherin und du schreibst 10 Bücher zum Thema Kindererziehung. Ja? Und so sollten unsere Kinder aufwachsen. Ja, wow. Und dann gehen sie mit diesem Selbstbewusstsein in die Prüfung und in die Schule. Alles ist schon quasi dir in dein Schicksal gelegt, inshallah. Und subhanallah, es gibt Studien, die belegen, dass Menschen, die sich viel weniger auf die Prüfung vorbereitet haben, aber denen wurde immer wieder gesagt, ja, ihr schafft das so und so und so, letztendlich erfolgreicher waren als diejenigen, die von sich selbst meinten, sie schaffen es nicht und die so viel gelernt haben. Aber dann, wenn es abgerufen werden muss, alles blockiert. Man kann, es kommt nicht raus. Und dann, wenn der Stress wieder gesunken ist, dann auf einmal kommt das Wissen wieder. Gutes von dem anderen meinen, liebe Geschwister. Das baut ihn auf, das macht ihn selbstbewusst. Das macht ihn fähig, das abzurufen, was er in sich hat. Und sogar über seinen eigenen Schatten springen kann. Bi'iznillah. Was sagt die Uhr? 10 vor. Wir haben einen Anreiz auch, liebe Geschwister. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, auch in einem Sahih-Hadith, Man satara awrata akhihil muslim, satara Allahu awratahu yawmal qiyamah. Derjenige, der einen Fehler von seinem muslimischen Bruder, von seiner muslimischen Schwester bedeckt, dem wird Allah Ta'ala
seine Fehler am Tag des Gerichts auch bedecken. Das ist doch mal ein Anreiz, oder? Das ist doch mal ein Anreiz. Und umgekehrt, das ist eine sehr harte Warnung. وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمْ كَشَفَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْتَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِ. Und derjenige, der einen Fehler von einem Muslim offenlegt, dem wird Allah Ta'ala auch Fehler offenlegen und ihn entblößen, und sei es in seinem Haus. Und sei es in seinem Haus, nicht in der Öffentlichkeit, aber in seinem Haus. Er dachte, er hat ein Doppelleben, aber Allah Ta'ala wird dieses Doppelleben entlarven. Subhanallah, deswegen bedeckt die Sünden von euren Geschwistern. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Liebe Geschwister, ich lese aus dem Matthäus-Evangelium vor, und ich habe euch bereits erklärt, auf welcher Grundlage, auf den Worten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berichtet von den Schriftbesitzern, daran liegt keine Sünde. Aus dem 7. Kapitel: Urteilt nicht über andere, damit Gott nicht euch verurteilt, denn so wie ihr jetzt andere verurteilt, werdet auch ihr verurteilt werden. Und mit dem Maßstab, den ihr an andere legt, wird man euch selber messen. Du regst dich auf über die kleinen Schwächen deines Bruders und erkennst nicht deine eigenen, viel größeren Schwächen, deine eigene, viel größere Schuld. Du sagst: Mein Freund, komm her, ich will dir die Augen für deine Fehler öffnen. Dabei bist du blind für deine eigene Schuld. Du Heuchler, kümmere dich zuerst um deine Fehler, dann versuche, deinem Bruder zu helfen. Das ist eine modernere Übersetzung. Wortwörtlich hieß es: Was aber siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, den Balken in deinem Auge aber nimmst du nicht wahr. Also den Splitter im Auge deines Bruders nimmst du wahr, aber den großen Balken, ja, vor deinem Auge nimmst du nicht wahr. Und aus dem Koran, liebe Geschwister, entnehmen wir: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Aus Al-Baqarah, der 44. Ayah: Ihr tragt den Menschen Birr, also das Gute, auf, aber vergesst euch selbst. Ibn Abbas sagte, damit ist gemeint, aber ihr vergesst selbst, das zu praktizieren, was ihr den anderen auftragt. Und ihr lest, ihr tragt das Buch vor. Habt ihr denn keinen Verstand? Ibn Juraij sagte, wie Imam Ibn Kathir in seinem Tafsir festhielt, dass diejenigen, die in dieser edlen Arbeit aktiv sind, das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verwehren, sie mögen sich selbst an das halten, was sie versuchen, den Menschen aufzutragen. Und der Prophet erwarnte, sallallahu alaihi wasallam, eben das nicht zu tun, indem er eine Person im Höllenfeuer beschreibt, die Innereien aus ihr herausgetreten, immer in einem Kreis laufend, ja, wie ein Esel, der eine Mühle antreibt, und die Menschen fragen ihn: Du bist doch derjenige, der uns damals immer das Gute aufgetragen hat und das Schlechte verwehrte. Was ist mit dir passiert? Was ist mit dir passiert? Und er sagt: Kuntu amurukum bil ma'rufi wala ati. Ja, ich war derjenige, der euch damals immer das Gute aufgetragen hat, aber es selber nicht tat. وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِ. Und ich habe euch das Schlechte verwehrt, aber ich habe das Schlechte begangen. Das heißt, liebe Geschwister, nicht, dass wir aufhören, anderen das Gute aufzutragen und das Schlechte zu verhindern. Das heißt, liebe Geschwister, wir sollen uns selbst Mühe geben. Und eine Person, die sich Mühe gibt, eine Person, die wirklich das Problem lösen möchte,
die wirklich das Gute für die Person auch will, dann wird das erfolgreich sein, dieses Anliegen. Weil es nicht darum geht, die Person zu verurteilen. Amantu billahi wa kazzabtu nafsi. Denkt an Isa alayhi as-salam. Seht das Gute in einer Person. Arbeitet an euch selbst. Löscht den Stolz, den Falschen, also die Arroganz. Und alhamdulillah, die Menschen werden dankbar sein. Die Menschen werden den Ratschlag umsetzen. Die Menschen werden das gute Bild, was man im eigenen Herzen über sie hat, vielleicht zum ersten Mal selbst sehen. Vielleicht wurden sie erzogen, dazu zu meinen, sie wären schlecht, sie wären dumm, sie wären kriminell, sie wären zu nichts fähig, zu nichts Nutze. Aber wenn ihr in ihnen seht, ihre positiven Anlagen, die sie definitiv haben, weil jeder, liebe Geschwister, hat im Paradies ein Haus für sich gebaut bekommen, hat der Prophet gesagt, sallallahu alaihi wasallam, jeder, sogar der Pharao, aber nicht jeder wird das Haus betreten. Aber jeder hatte die Anlagen, die Möglichkeit, in dieses Haus zu ziehen. Aber es gab Menschen, die lehnten ab. Und subhanallah, mir sind Fälle bekannt. Jemand, der in einer Hauptschule zu den Schlechtesten gehörte. Und vor den Ferien und in den Ferien, in den Sommerferien, in den großen Ferien, ja, wurde er aufgebaut von Pädagogen. Du kannst das, du schaffst das, du bist intelligent. Man hat Spiele gespielt, man hat eine Beziehung aufgebaut, nicht irgendwie großartig gelernt oder so. Das Problem war nicht hier, sondern hier war das Problem. Und noch vor den Herbstferien hat er vom Direktorium die Möglichkeit bekommen, nach den Herbstferien in einer Realschule sein Glück zu probieren, weil er wurde zum Klassenbesten nach den Sommerferien. Aber jahrelang war er dort in dieser Klasse und niemand hat ihm gesagt, er ist schlau, er ist begabt, er ist intelligent. Er ist ein guter Mensch, er ist sympathisch, man sieht ihn gerne. Er hat immer nur Negatives gehört. Sehen wir das Gute, sehen wir das Potenzial um uns herum. Sehen wir das Potenzial um uns herum. Gestern habe ich eine Unterhaltung gehabt. Ich kürze sie ab, sie ist ja, und wenn jetzt Trump Muslim wird. Und ich habe in meinem Herzen zuerst, nein, darf er nicht. Vorgefunden. Dann habe ich gesagt, subhanallah, es gab Omar, radiallahu anhu, er hat 4 Jahre lang den Islam bekämpft. Aber der Prophet Muhammad hat immer noch Dua für ihn gemacht. Ich meine, natürlich, er müsste sich erstmal erklären, er müsste erstmal Glaubwürdigkeit dann auch vorleben. Aber unabhängig davon, wir müssen jedem Menschen das Gute wünschen. Wir sollen froh sein, wenn es sie erreicht. Und wenn wir das vorab im Herzen gar nicht haben, dann sind wir schon disqualifiziert dafür, ihnen das Gute anzutragen. Weil sie werden diese schlechte Meinung über sich in unseren Augen, in unseren Gesichtern, in unseren Herzen wahrnehmen. Ja? Und so können sie auch nicht den Ratschlag annehmen. Wie Allah Ta'ala auch zu Musa sagte und zu Harun alayhima as-salam, ja, geh zum Pharao, aber sprech zu ihm sanfte Worte, ja, auf dass er sich besinnen möge. Alhamdulillah. Liebe Geschwister, wir machen Dua. Das ist ein besonderer Moment. Ein Moment, von dem der Prophet sagt, dass sallallahu alaihi wasallam, gemäß einer Auffassung der Gelehrten, dass das Bittgebet erhört wird. Ja, auf eine besondere Art und Weise. Ja, weil Allah Ta'ala ist immer Al-Mujib, derjenige, der die Bittgebete beantwortet. Aber dass das Bittgebet noch segensreicher ist. Ja. Ja Allah, Ja Aziz, Ja Rahman, Ja Rahim, wir bitten dich mit all deinen Namen, die deine Makellosigkeit beschreiben, die deine Gewaltigkeit beschreiben, deine Allmacht und deine Barmherzigkeit beschreiben. Bitte segne den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Familienmitglieder und seine Gefolgsleute. Und lass uns zu den Letzteren zählen, O Allah. Allahumma Amin. Bitte vergib uns unsere Sünden. Vergib unseren Eltern, unseren Glaubensgeschwistern. O Allah, bitte lass uns unsere Gebete lieben, O Allah. Und Hunger und Durst nach diesen Gebeten haben, O Allah. Und lasse uns Sättigung in unserem Herzen spüren. Und Genuss in unserem Herzen spüren, O Allah, durch unsere Gebete und durch unsere Verbundenheit mit dir. Und lass uns mit dir sein, O Allah, in all unseren Lebenslagen. Und dann sind all unsere Lebenslagen gut. Und O Allah, bitte lasse uns nicht im Stich,
indem wir uns von dir abwenden, O Allah. Und sei es auch nur für einen Augenblick, sei es auch nur für einen Wimpernschlag, O Allah. O Allah, bitte lass uns gute Vorbilder sein, lass uns dein Licht an andere weiterreichen, O Allah. Und lass uns ein Instrument einer Rechtleitung sein. O Allah, für alle Bekriegten, für alle Gefolterten, für alle Vertriebenen, für alle Gefangenen, für alle Leidenden, O Allah, für alle Unterdrückten, bitte schenke ihnen Befreiung und Selbstbestimmung und Frieden, O Allah, und Sieg über ihre Aggressoren. Allahumma amin. O Allah, bitte heile die Kranken. O Allah, bitte verheirate die Unverheirateten. O Allah, bitte schenke denen, die sich Kinder wünschen, rechtgeleitete, umfassend gesegnete Kinder. O Allah, bitte schenke uns Liebe und Harmonie in unseren Familien. Allahumma amin. O Allah, bitte lass uns zufrieden sein mit dem, womit du uns versorgst, und lass uns das Beste aus dem machen, O Allah, und lass uns aus der Hand des Propheten trinken dürfen am Tage, O Allah, an dem dieser Schluck aus seiner ausgestreckten Hand jeden Durst wird löschen. Allahumma amin. O Allah, Allahumma salli wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.